So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Und ja, wir sind wieder zurück. Und das Spiel läuft so halbwegs. Ich konnte den Fehler nicht rausfinden. Nach einem Neustart ging das Spiel auf einmal komischerweise wieder. Und ja. Und hier fährt die Tram. Wieso fährt die wieder? Tram. Able to spawn. Weg. 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 Erstmal hier noch pre-parked. Weg mit dir. Du auch. Ne, Tram wollen wir hier nicht sehen. So. Genau. Wo hatten wir aufgehört? Wir hatten aufgehört beim... beim Sparen hatten wir aufgehört und beim Umbau hier, ne? Ne, wir waren hier oben irgendwo. Also ihr müsst bedenken, das ist jetzt... Die Aufnahme ist ein paar Tage auseinander mit der, die ihr so kennt. Und ich sollte hier mal das anders einstellen. So, ich hoffe, das geht jetzt. Und ja, wir hatten aufgehört mit dem Bau von Häusern. Oder beim Bauen von Häusern hatten wir aufgehört. So. Genau, hier fehlt nämlich noch eine Abfahrt, die wir noch nicht haben. Und das wäre auch nochmal so eine Geschichte, die wir machen könnten bald. So, erstmal machen wir hier ein bisschen eine Strecke bereit. Oh, es wurde auch ganz schön schnell dunkel. War auch ganz schön schnell wieder hell. Abreißen. Machen wir das nämlich gerade. So. Kann ich das denn... Manu! Sieht so ekelhaft da drüben aus. Diese eine Straße, die wir da haben. Hier fährt wieder ein großer Bus. Das ist okay. Und was mir gerade auffällt... Na, nicht ganz, aber ein bisschen ist die Performance besser geworden, so habe ich das Gefühl. Und genau hier oben fährt er, ach nee, das ist Bus. Ich würde gerade sagen, hier fährt auch ein Tram. Aber nein, das ist der Bus, der hier fährt. Genau, hier hatten wir auch aufgehört. Alter, wie schnell wird es denn Nacht? Und das ist normaler Modus. Okay, da unten ist die Sonne. Höher. Okay, einmal bitte schön auf den Schatten gucken. Das war ja sowas von überhaupt keine. Kein Sonnenaufgang. Wieso geht denn das nicht so langsam einzustellen? Das ging doch irgendwie. Geht voll schnell. Okay, ich habe den ausgeschaltet, nur zur Info. Die Sonne dreht sich immer noch weiter. Ist das jetzt im Spiel direkt? Gameplay. X-Achse? Nö. Hey, das ist cool. Da stelle ich mal 5 Minuten ein. Das, falls was ist, ich auch da eingreifen kann. Moving Sun. Okay, da kann man nichts ändern. Nö. Audio? Nö. In-game? Nö. So auch nix. Das ist schade.
Wieso geht denn das so schnell? Okay, wir machen das jetzt auf normalen Modus. Doch, die Sonne bewegt sich noch. Es gab wohl ein Update. Schade. Tu. Trailer. Allow Vehicle to spawn? Nö. Nö. Weg damit. Weg damit. Weg damit. So. Jetzt dürfen wir nicht wieder nach den ganzen Autos gucken, die hier so blöd fahren. Okay, wir fügen hier doch mal eine Busspur ein, so auf die Schnelle gedacht. Aber mindestens bis hier. Wenn wir schon bis dahin sind, dann können wir auch den Teil hier noch machen. Ups, das war eben gerade vielleicht ein bisschen viel. So, nee, weg damit. So. So ist das richtig. Hier haben wir den Teil übersehen. Genau, dann fahren die nämlich alle einzeln. Hier können wir die Ampel wieder rausnehmen. Die ist dann nicht gewünscht. Wenn es ein Update gab, hat sich dann hier die Ampelschaltung wieder aktiviert? Nö. Aber es sind weniger Fahrzeuge geworden anscheinend, die hier fahren. Achso, und wie viel Geld? What the fuck? 111.000? Was machen wir denn hier? Einer hatte gesagt, wir sollten noch mal hier mehr Buslinien fahren lassen. Gute Idee. Umsetzung ist auch okay. Also, Vorschlag, mach doch mal. Nur das Problem ist gerade, dass wir hier erstmal überhaupt die Linie erwischen müssen. Das wäre ZB, die hier oben lang legen können. Können wir nämlich hier auch wieder die Haltestellen machen. Vielleicht setzen wir die sogar wieder da hinten hin. Und dann machen wir hier eine ran und da eine ran. Dann nehmen wir die da weg. Dann fahren wir hier einfach gemütlich ums Eck. Sagen denen hier allen Hallo. Kommen dann hier hinten rum. So. Okay, der Tag- und Nachtrhythmus ist echt schnell. So schnell hätte ich das, glaube ich, bislang nie. Und wir haben hier eigentlich Buslinien fahren. Nur in einige Bereiche nicht. Lol, wir hatten hier zwischen eine Busverbindung gebaut. Das haben wir gar nicht. Also eine Straßenverbindung. Das ist schon so lang her und ich weiß das nicht. Es geht gar nicht. So, hier in das Gebiet können wir eiskalt mal sagen. Hallihallo. Ja, eigentlich bis dahin reicht ja aus. So. Dann komm hier. Hallihallo. Spielzeuge rein. Dann kommen da auch die Spielzeuge rein. Dann machen wir hier Wohnbereich. Brauchen wir Wasser. Das ist noch möglich, weil das haben wir hier fast überall schon liegen.
halt, aber auch nur fast überall, nicht überall bis eben gerade. Sollte es auch gehen. Vor allem jetzt fahren hier schon erste Autos lang. Da waren auch schon erste Gebäude. Und hier hinten können wir noch so ein bisschen Agrar reinzimmern, falls benötigt. Und die Nacht ist aber ganz schön kurz. Fällt mir so auf. Wenn ihr hier die ganze Zeit so komisch durchzappt. So, was wir hier mal machen können, ist das eigentlich abzugraden auf die normale Straße, weil das einem so ein bisschen behindert aus mit diesem Parkstreifen an der, am Rand da. So, diese Sonne. Ich will die einfach nicht so schnell haben, ne? So, weg damit. Hier hinten fahren. Fahren auch Sachen lang. Hier haben sie Strom, hier auch. Das ist gewährleistet, hier auch. Da auch. Hä? Haben wir denn hier keinen Strom? Die haben doch hier überall Strom. Und schon wieder Nacht. Also irgendwie regt mich das gerade auf, dass das so schnell rumgeht. Also nichts gegen Nicht-Nacht haben, aber das geht ein bisschen schnell. Haben wir nicht irgendwie noch wirklich die Option, dass wir das machen können? Moving Sun? Nö. Grafik? Nö. Jamin. F8. So, Sonne bewegt sich weiter, aber langsamer. So, die geht leider schon dann direkt auf der anderen Seite auf. So, ne? Oder oben. Was ist denn hier los? Ihr habt doch hier eigentlich Strom. Ausgangsleistung 2 kW. Da stimmt aber was nicht. Das stimmt aber sowas von nicht. Null Megawatt. Wir machen hier eigentlich, wir machen einfach hier ein 16 Megawatt Becken hin. Okay, ja, es ist nicht die beste Entscheidung. War auch nicht die schlimmste. Denn man muss überlegen, man könnte viel, viel schlimmer dran sein, indem man hier einfach nichts hat. So, ne? Und wenn hier genügend gespart wird, dann sollte da auch genügend kommen. Also an Strom wieder kommen. Oh, die ziehen aber ganz schön schnell aus. Komm, lauft an. Laufen die jetzt? Hier haben wir nichts mehr. WTF? What? So, ich glaube, da wurde eben gerade gespeichert einmal. Was
kosten die denn? Ach, so wenig, wie wir da Unterhalt zahlen. Das ist ja Füllfanz. 1 Megawatt Ausgangsleistung. 2 Megawatt. Ist diese City ja eigentlich so gut wie gestorben hier. Die so einst gut erbaute City ist weg. Aber wir staunen hier hinter wie jetzt Wasser so ein bisschen. Sollte dann auch irgendwie mal in die Pötte kommen. Von mir könnte eigentlich viel mehr Wasser rauskommen, aber das haben wir nicht gebaut. Das lassen wir mal. Wie geil das eben einfach aussieht, wenn da die langfahren. Ha. Okay, ich hätte jetzt hier gerne Einwohner und sowas wieder. Dann machen wir das halt anders. Die haben auch einen anderen neuen, also einen neuen Flugwinkel, oder? Die sind dann diese steil abgehoben hier. Die Lichter gehen an und gleich wieder hell. Jawoll. Das ist cool. Oh. Was ist denn das da? Wartet mal. Einstellungen. Übertragungen. Nee. Wo sind das? Übertragung doch. Hier. Zack. Will ich doch gar nicht. So ist richtig. Mir fällt das eben gerade so auf. Weil irgendwie kann dann jeder zugucken. Ich habe keine Ahnung von dem Ding. Okay, jetzt ziehen hier die ersten ein. Natürlich blöd. Jetzt spawnen die hier nämlich zeitgleich alles. Jetzt heißt es eigentlich wieder warten. 787.000 Euro, Dollar. Ich habe keine Ahnung. Alter Finne. Das ist einfach so viel. Was wir machen könnten. Was wir, glaube ich, auch tun werden. Und zwar richtig tun werden. Ist hier ausbauen. So, ne, Straße. Hatte ich sogar eine Busspur? Die hatte sogar direkt eine Busspur. Jawohl. Machen wir doch so. Dann gehen wir hier durch den Winkel durch. Machen dann hier, zack. Sagen dann Mahlzeit. Und dann können wir hier nämlich auch Abfahrten neue bauen und anschließen und präsentieren, wie das aussieht. So, eigentlich kann man hier sogar gerade bauen. Dann führt man zwei Straßen einfach nach rechts ab. Einfach zwei links ab. Die drehen wir jetzt hier. Und et voilà. Wir haben unsere Welt, wie sie uns gefällt. So, wir brauchen, nee, nicht das, auch nicht das. Wir brauchen, nee, so, nee. Welches Tool war das jetzt hier? Wir hatten doch hier irgendein Tool zum Verlegen. Der will mich da jetzt hier verarschen, ne? Bin ich jetzt blöd? Wir konnten doch hier die ganze Zeit die Wegpunkte ändern. Hier fehlt doch irgendein Punkt. Da. Uns fehlt der Dingsmod zum Einstellen, wer wohin soll. Amp
Tempel ist drinne. Holz brauchen wir nicht. So. Die können ruhig hier reinziehen. Zack. So. Dann machen wir das hier so. Ich will nur eine Auffahrt drauf haben. Ist ja unnötig, wenn wir mehr als eine haben. Dann haben wir hier noch Kreuze. Das war dieses Riesenkreuz, was wir niemals, glaube ich, einsetzen werden. Hier haben wir noch so ein ganz gutes. Mal etwas kleiner. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Oder dann halt so eins. ZB für nochmal irgendeine Abfahrt in der Stadt oder so. Natürlich für den Zeitpunkt jetzt gerade blöd. Dann haben wir, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch so eins. Das ist etwas kleiner von den Kreuzen. Ne, hier brauchen wir eh keins mehr. Hier könnten wir noch einen Bahnhof dran zimmern. Vor allem mit zwei Hochspur. Ne, eine ist tief und die andere ist Hochspur. Das wäre noch eine lustige Geschichte. Nach dem Motto, wir können hier einen Bahnhof reinzimmern. So, jede Seite einen Platz. Okay. Jede Seite doch noch mehr einen Platz. So, Autobahn, Autobahn. Autobahn, ne? So, Bahnhof, 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 Bahnhof. Oh lol, will er mich jetzt verarschen, dass der da ist? Okay, den kann man hier auch setzen. Der hat sogar... Hat hier sogar einen Weg drin. Ist doch nice. Aber irgendwie passt der nicht so ganz hier. Ist bereits belegt. Okay. Ah, doch, von der Breite passt da. So, dann machen wir das doch einfach so. Obwohl mir der andere doch lieber wäre. Der passt doch nicht so mittig. Ist der mittig? Ist mittig. Wieso? Ist das jetzt hier nicht so, dass wir einfach sagen, Hallihallo, ich möchte hier trotzdem bitte durch. So, dann machen wir das auch einfacher. Dann nutzen wir jetzt hier diese Spur, um hier hinten hinzukommen. Dann machen wir hier vor vielleicht ein bisschen Grünzeug noch. Machen hier vor dann halt ein paar Straßen oder Wege. Okay. So, dann brauchen wir noch mal Bäumchen. Oh, wir sind schon bei 24 Minuten. Ich weiß zwar nicht, ob es wirklich so aussieht, wahrscheinlich eher nicht. Aber okay, und wir haben hier auch... Was für eine Verarschung ist das denn? Hier ist ein Gleis, Durchfahrensgleis.
Okay, nochmal abreißen. Das finde ich immer so unsozial bei den Bahnhöfen. Dass eine Seite immer die richtige ist und die andere immer die falsche. So, dann nehmen wir doch lieber den hier. Ah, dann hier alles nochmal kürzer machen. Ich wollte nicht die Straße abreißen. Ich wollte eigentlich nur einen Weg anders ziehen. Oder gucken, ob wir den anders ziehen können. Wieso geht das da hinten? Geht doch nicht. Unfair. Okay, dafür kommen jetzt hier aber Bäumchen hin. Ui, manche sind aber ganz schön groß. Aber es ginge, wenn wir das halt so machen jetzt. So, Autobahnkreuz, hier hatten wir doch jetzt die Weichensektion. So. So, ich mache das jetzt auf jede Seite mal. Dann wissen wir wenigstens hier, dass wir da ausbauen können, wenn wir wollen. Was wir auch tun werden. So. (10:13). (13:10). Toll, passt sogar. Lol. Okay, wir brauchen echt einen Abzweig. Okay, wir machen das nochmal anders. Ich will das jetzt hier zu Ende bauen. Da könnt ihr ruhig noch einen Moment warten, weil so lange sollte das nicht mehr dauern. Also eigentlich nicht dauern. Ich muss nur leider eigentlich sagen, weil... So. So hin bei denen. Ich will ja hier Schiene. Wieso geht denn das nicht? Geht doch da oben auch. Hat das vor allem gerade dieses Autosaven, was wir da aktiviert haben?
So. Ja, dann passt das so halb. Dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder vorbeischaut. Bis dann wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, eine schöne Zeit und ciao.